Hey, ho, Retro-Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Projekt Teenage Mutant Ninja Turtles Collection, Cowabunga Collection. Und wir machen mit dem ersten alten Game weiter. Wir machen heute die zwei Gameboy-Spiele, also Turtles 1 und 2. Und den Rest demnächst, wenn ich mit Wesker dann starten kann. Das ja natürlich. Also, los geht's. Push Start. Das ist ja jetzt hier nicht da. Aha. Aha, ja, ich muss ein bisschen gucken, weil das der PS5-Controller ist. Los. Oder nicht? Aha, also hier muss ich doch wirklich lernen erstmal. Was nehmen wir als erstes? Leonardo, ich würde sagen, wir nehmen dann hier so durch. Oder? Würde ich vorschlagen. Jetzt muss ich gucken, also hier springt man. Kann man nicht so... So springt man, so schlägt man. Aha. Aha. Man muss, also das muss ich jetzt erstmal... Das muss ich üben, so sage ich es mal. Ah nee, da warte ich. Na, komm mal runter. Komm mal runter. Ja, ich war damals Turtle-Fan, aber das Ding habe ich schon lange nicht mehr gespielt hier. Übrigens mit Vibration ist das hier alles. Man spürt jeden Schlag. Nicht schlecht. So, hier und den. Das hatte man damals auf dem Gameboy nicht, diese Vibration. So. Tschüss. Also dafür, dass ich es schon lange nicht mehr gespielt habe, also... lass es 12 Jahre sein. Aua! Lass mich doch wenigstens mal ausreden. Immer dieses... Oh, oh. So. Die müssen mich schon ausreden lassen. Mann, Mann, Mann. Diese Fußsoldaten sind sowas von unsozial. So, hier den. So. Ma. Wenn alles gut geht, kann morgen The Last of Us Part 1 streamen. Aber heute erstmal die Turtles, ne? Ja, geh weg da. Ist das eine Suppe? Okay, das ist Wasser. Gott sei Dank, ich dachte, das ist irgendeine Suppe, wo man nicht rein darf. Die Mauser. Also, ich glaube, Mauser hießen die Dinger. So. So. Au! Das gibt's doch nicht. Also ich hab's wirklich schon lange nicht mehr gespielt, ohne Witz. Das ist sehr, 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 sehr lange her. Das fühlt sich richtig komisch an, wenn man jeden Schlag die Vibration hat. Hatte ich doch in richtigen Erinnerung. Hier war doch irgend so ein Bonus-Ding oder so, ne? Wenn ich wüsste, wie das geht. Ja. Okay, das haben wir verdattelt. Ich wusste nicht mehr, wie es geht.
Aber ich glaube, ja. Ist egal, wir haben sowieso genug. So, hier. Ich glaube, der zweite Teil war nochmal eine Ecke schwerer. So habe ich das so dunkel in Erinnerung. Junge, Junge, die sind aber böse. So. Ja, kann man trotzdem einsacken. Punkte gibt's ja trotzdem dafür. Ja. Boah. Junge, Junge, und das ist das erste Level noch. Da warte ich. Komm. Würde. Ich finde übrigens die, sag mal, den Rand um den Bildschirm herum nicht schlecht gestaltet. Nö. Jetzt müssen wir hier erstmal weg. So. Ja, das ist doch nicht normal. Weg. Aua! Aha, oben? Er glaubt dir denn allen Ernstes, dass ich... Er glaubt aber selber nicht. Nimm doch die Hände weg! Mann! So. Ich muss mich hier voll konzentrieren, ey. Das gibt es doch nicht. Ich dachte, das wäre einfacher. Gut, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Ja, nee. So einfach geht's. So, den weg. Und den weg. Mann, nimm dir die Flossen weg. Ja. Hast du nicht mehr drauf? Das war der, Rocksteady. Und das war er mal. Ach, es ging ja leicht. Es ist doch nix. Ja, die machen wir hier weiter, ne? Ach so, das war ja wieder so. Aha, jetzt muss ich mich wieder umstellen, weil das ist natürlich jetzt Raphael. Oh. Den. Das ist ja leicht. Oh. Also ich finde den hier sogar noch besser als Leonardo, obwohl ich alle damals super fand, aber ich finde den hier in dem Spiel jetzt
Junge, Junge. Keine Mause? Das überrascht mich jetzt aber. Ja. Den. Bäh. Schmeißt alle hier mit Bällen oder was ist denn? Oder soll das Felsen sein? Schwer zu erkennen. So. Ja, die Fußsoldaten waren damals Kanonenfutter. Ach, ich geh weg. Nein. Dummer Fehler. Och, nee, auch noch das. Was habe ich gesagt? Also sind doch Mauser hier. Komm her. Ist das schön. Schön entspannt mal Turtles spielen. Das heißt nicht, dass es immer so entspannt ist. Teil 2 ist, glaube ich, wirklich schwerer gewesen. Also so leicht sind wir da nicht durchgekommen, du. Aber es, ich kann mir erinnern, nicht, dass hier der Teil auch noch schwerer wird. Mann, du dämliches Vieh! Was habe ich gerade gesagt mit leicht? So. Weg. Oh, das tut weh. Das tut aber richtig weh jetzt, hä? So. Ey, jetzt muss ich mich hier voll konzentrieren. Das ist ja heftig. Naja, wie gesagt. Ey, ich bin, glaube ich, gleich weg, ne? Nur mal so ganz nebenbei, Mensch. Das war Bebop. Junge. Boah. Wir machen mal Michelangelo, wa? Nunchaku. Also damit, ja. Damit, das ist Michelangelos schönste Waffe oder Lieblingswaffe. Ja. Und, ja. Das ist eigentlich der Spaßvogel in der Truppe. Das macht er natürlich ausgesprochen gut. Ich fand damals die Serie geil. Also die Serie in den 80ern. Die anderen waren so, meh. Das war jetzt wohl ein lascher Versuch, uns zu schädigen. Das hat wohl nicht funktioniert, ne? Ja, hier so. Mach mal das. Naja, den kannst du vergessen. So versteinert ist mein Gedächtnis nicht, dass ich das nicht weiß.
So. Den und den und den. So. Ja, das ist... Der versucht es immer wieder, also es funktioniert trotzdem nicht. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, kommt hier Baxter Stockman. Wie gesagt, ich versuche so ein bisschen aus meiner Erinnerung das so rauszuziehen. So und so und so und so. Na, ein Treffer gebe ich dem, aber sonst nicht. So, den. So, tschüss. Nix mit Fliege hier. War das eine Fliege oder eine Wespe, in das er sich verwandelt hat? Na, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ein Handlanger von Shredder. Ja, mach mal Donatello. Das war eigentlich mein Lieblingscharakter. Auch noch mit dem die schwerste Mission. Ich glaube, eines der schwersten Missionen hier. Ich glaube, die war richtig fies hier. Aua! Da geht's schon gut los. Da müssen wir hier aufpassen. Das ist eklig hier. Das ist richtig eklig, das weiß ich jetzt schon. Mhm. Ja. Dämliche Viecher. Sind das Piranhas oder was soll das sein? Das ist natürlich... Ich sag doch, die ist nicht ganz leicht. Ich glaube, da gehen wir jetzt hops. Anstrengend. Oh, ich glaube, jetzt gehen wir drauf. Ja, auch das ist also bestimmt, also mindestens 12 Jahre her, wo ich das hier gespielt habe. Mindestens. Das reicht noch nicht mal wahrscheinlich. Das ist... Was willst du da machen? Ja, der kommt nach unten. Boah, Alter, ist das krass. Ich glaube, jetzt sind wir futsch. So gut wie. Weil jetzt ist, glaube ich, die vorletzte Mission, dann kommt Schrottfresser. So haben sie in der Serie immer genannt, Schrottfresser. Ja, die Mauser sind, die kann natürlich nicht fehlen, wa? Ich glaube, im zweiten Teil gab es noch mehr Viecher. So, tschüss. Tschüss, tschüss. Junge, Junge, hier muss man sich voll konzentrieren. Ja. Ich fall nicht drauf rein. Boah,
Also hier muss man sich voll konzentrieren bei der Mission. Kann man nicht so daher labern? Meine Finger sind gleich kaputt. Aber das war damals so. Ja, ja, tschüss. Tschüss. Nein, 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 nein. Lass mal. Ja, und das lass mal. Och. Pizza wäre nicht schlecht. Eine kleine süße Pizza. Also eine Pizza, ja. Also wäre nicht schlecht so eine Pizza. So eine ganz süße kleine Pizza, wo man sagen kann, na, lecker, schmatzi. Ja, aber ich hätte eine größere gehabt, lieber. Also, das ist ja nur ein Stück. Das ist keine Pizza für mich. Komm her, ich hau dich. Shreddy, da hättest du schon mehr bringen müssen. So geht's nicht. Ja, dann machen wir Leonardo für den Abschluss, ja? Wenn wir es überhaupt schaffen. Vielleicht tun wir auch das letzte Level abkacken. Tschüss. Aua! Okay, wir haben es gelernt. Oh, 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 die ist aber ordentlich, du. Okay, wir müssen uns ducken und dann... Boah. Junge, Junge, die hat's drauf. Naja, ich warte. Ich kann warten. Ach, ich hasse diese Kugeln. Habe ich das schon erzählt? Boah, du Scheiße. Jetzt sind wir gleich futsch. Das wird sehr dämlich. Das war sehr dämlich. Also die Stromviecher sind blöd. Sag ich jetzt schon. Mm-mm. Tschüss. Das habe ich mir Tja, da müssen wir wohl den guten Donatello machen. Okay, diese Stromfuzzis, da müssen wir jetzt aufpassen. Also die sind übel. Ja, also das ist richtig übel. So. Mann.
Na, so. Dämlich ist das denn, bitteschön. Ja, so geht's. Also ich muss mich hier voll konzentrieren. Ich glaube, ich werde den zweiten Teil mal auf easy stellen, weil ich fürchte, da wird's noch härter. Da würde ich wohl erstmal trainieren müssen, um das irgendwann mal wieder hinzukriegen wie früher. Da konnte ich nämlich nicht so abstinken. Aber ich hatte ja damals einen Gameboy. Junge, Junge. Schleich dich. So. Ja, aber die Gameboy-Spiele war damals sowieso schwer. Das war nämlich nicht so ohne wie heute hier mit zwischendurch speichern und so eine Schatze. Mann! Ich hasse die Kugeln, ich sag's euch. Ach du Schande, noch sowas. Ja, danke. Schmatz, schmatz. So. So, das haben wir. Brachter. Durch. Dämlich. Bah. Na komm. Ach du Schande. Also einmal vor und einmal zurück. Oder doch? Bach! Ja, das kannst du vergessen. Jetzt auch noch von der Decke. So. Na, voll wäre mir lieber gewesen. Okay, das fängt dann wieder von vorne an. Huch, was war das denn? Okay. Ach. Ach. Junge, Junge. Ach, ich bin weg. Oho. Oho. Junge. Nimm doch den Wett. Also die Kugeln sind echt fies. Nimm die Pfote weg. Ah, nee. So. Komm her. Der springt doch. Ja, sag ich doch. Der springt jetzt, oder? Ja. Tschüss. Thank you.
Und tschüss. Ja, das war der erste Teil von Teenage Mutant Ninja Turtles. The Foot Clan. Ja, machen wir gleich mal den zweiten hinterher. Da werde ich, glaube ich, auf Easy stellen müssen, sonst bin ich im Arsch. Weil der war definitiv schwerer. Auf alle Fälle. Definitiv. So kurz kam es damals eigentlich vor, aber das war wirklich damals so, wenn man gut durchgekommen ist, zack, eine halbe Stunde durch. Ich hoffe, ich werde im Nachgang kein Problem kriegen, da die Musik läuft. Hoffe ich. Davon gab es hier drei Teile. Ich glaube, der dritte war der allerschwerste, deswegen machen wir den heute nicht, weil geht ein bisschen länger. Und der zweite, der müsste noch machbar sein. Nee. Ich muss hier gleichzeitig auf den Chat achten, falls mal jemand schreibt. Deswegen werde ich den zweiten Teil auf easy stellen müssen. Weil bei dem zweiten Teil muss ich noch mehr auf Sachen achten. Und da möchte ich schon ein bisschen gucken, dass ich bei dem Chat so ein bisschen auf dem Laufenden bin.